Das Warten auf das iPad Mini geht weiter. Nachdem im Netz zunächst der 10. Oktober als der Tag genannt wurde, an dem Apple Einladungen für ein iPad Mini-Event verschicken sollte, wird nun der 23. Oktober 2012 für die Vorstellung des neuen 7 Zoll iPads genannt. Im Internet tauchen derweil neue Hinweise auf ein entsprechendes Apple-Tablet auf. So hat der Kollege Florian von Schimanke.com ein Bild zugespielt bekommen, dass das iPad Mini im Warenwirtschaftssystem vom Mediamarkt gelistet wurde. Dort taucht das iPad Mini mit Speicherkapazitäten von 8, 16, 32 und 64 GB in den Farben Schwarz und Weiß auf. Der Mediamarkt listet das iPad Mini zudem in Varianten für WLAN-only und mit Mobilfunkunterstützung. Die Preise beginnen bei 249 Euro und sind damit teurer als Amazons jüngstes Fire Tablet, welches in Deutschland mit 16 GB ab 199 Euro verkauft wird. Das Event am 23. Oktober soll sich laut Informationen von TheNextWeb.com übrigens in erster Linie um die medialen Möglichkeiten des iPad Mini und iBooks drehen.